Im Luther-Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg besteht dringender Platzbedarf. Momentan besuchen hier etwa 864 Schüler in 29 Klassen und 8 Tutoriaten den täglichen Schulunterricht. Die Räume allerdings reichen eigentlich schon länger nicht mehr aus. Die 100-Wasserschule hat einen Bedarf von 67 Räumen, momentan stehen aber nur 40 zur Verfügung. Eine kleine Hilfe hierfür wäre die zusätzliche Nutzung des Hauses Melanchthon, welches aber erst einmal saniert werden muss. Der erste Schritt ist hier bereits getan. Also was das Haus selber anbetrifft, hat es Ende des Monats März ein Brandschutzgutachten gegeben, welches aus unserer Sicht her umsetzbar ist, natürlich mit Aufwendungen dazu. Wir haben aber, da die Schule selbst, die inhaltliche Schule, durch das Landesverwaltungsamt betreut wird, der Oberbauaufsichtsbehörde dieses Brandschutzgutachten erst vorzulegen. Ohne unsere Vorschläge, sondern nur zur Bewertung dessen, ob dann dort Möglichkeiten sind, die dort zu lösen sind. Gleichzeitig parallel arbeiten meine Kollegen gegenwärtig am Finanzierungskonzept für die Umsetzung dessen, was im Brandschutzgutachten steht. Tatsache ist, dass selbst mit dem Haus Melanchthon immer noch 12 Räume fehlen würden. Dennoch wäre es für das Hauptgebäude eine kleine Entlastung. Das Problem ist nun, dass die Sanierung des Hauses Melanchthon im am 11. April besprochenen Haushalt des Kreistages nicht berücksichtigt ist und sich so schnell vermutlich nichts ändern wird. Also mit dem Schuljahr im August mit Sicherheit nicht, will ich auch sagen. Das wäre eine Illusion, die wir dorthin geben, weil wir ja auch gestern den Haushalt nicht beschlossen bekommen haben. Im Haushalt es auch noch keine Position dazu gibt. Da es auch unterschiedliche Auffassungen innerhalb des Kreistages gibt, was denn das Geld in die Hand nehmen anbetrifft zu der Problematik. Nicht nur die 100-Wasserschule, auch das Lukas-Kranach-Gymnasium hat mit Platzproblemen zu kämpfen. An beiden Gymnasien sind die Kapazitäten überschritten. Die Prognosen sagen, dass sich dies auch in den nächsten 9 bis 10 Jahren nicht ändern wird. Fest steht, dass es dringend Handlungsbedarf gibt. Denn laut eines Berichtes des Landesverwaltungsamtes dürfte der Unterricht in dieser räumlichen Enge nicht mehr lange durchgeführt werden.